So, Hallöchen und ja, willkommen zu meinem Feierabends-Podcast, Info, Video, Stream, Teil, Dingens überhaupt. Ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht, wie ich das jetzt eigentlich nenne. Nee, ich hatte jetzt einfach nur mal so den Gedanken. Ich habe schon lange nichts mehr so Außergewöhnliches gemacht, sag ich mal, bei mir laufen momentan die Let's Plays. Ja, ich sag mal, ganz okay. Könnte besser sein, aber ja, naja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, weil ich habe die Einstellung etwas geändert von meinem Mikrofon, aber es müsste eigentlich alles einigermaßen passen. Ich sehe ja gerade den Ausschlag, also das müsste gehen. Und wie gesagt, ich habe euch jetzt hier entführt. Mein Feierabendbier steht bereit. Und ich dachte, ich quatsche jetzt einfach mal so ein bisschen um Gott und die Welt, um was mir so einfällt. Ja, klingt doch mal ganz nett, oder? Ah, wunderbar. Naja, um was wollte ich denn so reden? Ein paar Sachen, wo jetzt so anstehen auf YouTube und überhaupt, wo ich mir so ein oder zwei Gedanken mal dazu gemacht habe. Ja, mit was fange ich denn an? Ich habe im Gespräch mit meinen lieben Kollegen, den Herrn Gonzo, mal eine Art Community Clash Video, nennt sich das so? Wir planen auf jeden Fall mal einen gemeinsamen Stream, wo wohl die eine Community gegen die andere Community, also auch Leute aus euren Rängen mit mir gegen Gonzo und Leuten aus seinen Rängen gegeneinander spielen. Klingt das interessant? Ja. Und jetzt zerstöre ich eure Träume. Es handelt sich dabei nicht um Dark Souls. Ich weiß, 50% schalten jetzt schon ab. Ja, sagen wir mal 80%. Ich kenne doch meine Souls-Fanatiker. Ich weiß doch, der Joe, der ist nur für Souls gut. Ich weiß, es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber ja, wäre dann vermutlich Overwatch auf der PS4, wenn da Interesse besteht. Herrgott, was ist denn da für ein Lärm da draußen? Da hast du ein Fenster einmal auf, dann denkst du dir schon wieder. Nicht aufregen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist so im Gespräch. Wann das kommt, mal schauen, da müssen ich und der Gunso uns erstmal zusammensetzen und dann das mal einigermaßen ausklappustern. Und dann, wenn wir dann einen Plan stehen haben, ja dann werde ich mich erkundigen, wer sich denn auf meine Seite schlagen will im großen Kampf gegen Gunsos Community und Gunso. Und dann, ja dann können wir gemeinsam mal Overwatch spielen. Also ich spiele dann wohl mal hier mit euch. Ja. Ich mache das ja nicht so oft. Und ja, ich hab's nicht vergessen. Jetzt wieder welche jammern. Mach doch einmal Dark Souls und Fight Club oder so. Ja, wird schon noch kommen. Und wenn, dann will ich das Ding eh nur moderieren. Also sprich, ich bin der Typ, der als Host fungiert. Ich beschwöre euch, ich sitze nur da und werde das Ganze nur kommentieren. Wer den Host killt, der bekommt einen Kanalbann. Ha! Strikte Regeln. Aber hey, ihr kennt mich. Ich zieh das durch. Ja. Ja, irgendwann, ich habe einfach momentan nicht großartig Bock dazu. Ich bin mal wieder in so einer Zeitlage, wo ich mir denke, Leute, ich mache mehr als nur Souls-Content. Es kann doch nicht sein, dass ihr nur wirklich auf Souls-Content abfahrt, weil, okay, ja, es heißt immer, der Let's Play-Markt ist eh schon sehr gesättigt und überhaupt und ja, aber wer spielt denn schon Death's Gambit? Was ja eigentlich sehr, sehr beliebt ist bei mir auf dem Kanal, aber irgendwie. Da ist so eine große Community mittlerweile. Ja, wir sind echt groß. Fragt nicht. Aber die Aufrufzahlen, ich meine von der Unterstützung her. Heilige Hölle. Lob an diejenigen wirklich, die da immer ein Däumchen da lassen. Wirklich. Ich weiß da wirklich zu schätzen. Und ohne euch würde es das Projekt gar nicht mehr geben, weil ich würde es jetzt wirklich wieder einführen. Wenn nicht genügend Likes auf irgendwas kommen, dann wird ein Projekt gnadenlos eingestampft. Wieso? Ich fordere halt einfach zumindest diese konstante Unterstützung, weil es ist nicht so, dass ich mich da jetzt hinsetze und dann mache ich das jetzt einfach. Und wenn es jetzt nicht ist, dann kommt halt immer wieder eine Folge und überhaupt. Und das kostet Zeit und Nerven. Und ich liefere halt Qualitätscontent ab. Es ist nicht so, dass ich euch tausende Folgen von irgendwas serviere, wo halt nichts passiert. Sondern ich
Versuche halt wirklich mein Bestes zu geben, dass ihr jede Folge gut unterhalten seid. Wenn nicht durch mein Gelaber, dann zumindest durch Gameplay. Es muss immer was geboten sein, entweder von der einen oder von der anderen Seite. Und das ist halt einfach so mein Credo. Und dann das, ja, da halte ich mich halt einfach dran. Ja, aber wenn ich halt einfach sehe, so richtige Projekte, die mir an wirklich am Herzen liegen, wie Death's Gamble zum Beispiel, weil das Spiel ist echt schon richtig, richtig, richtig gut, weil ich meine, für welches Spiel habe ich mir schon mal die Mühe gemacht, habe sogar 2 Soundtracks davon hochgeladen. Das ist schon echt. Und die Soundtracks sind echt gut. Ja, das mache ich nicht oft. Und ursprünglich war ja Dead Cells geplant. Ich weiß, oh Gott, das ist schon wieder kein Dark Souls Diablo. Ja, dann geht doch. Wenn es euch nicht passt, ich meine, ihr braucht die Videos nicht schauen. Wenn das aber ein Grund ist, jemanden zu hassen, dass man einfach sagt, oh, bring jetzt nicht das, was ich sehen will, die Abo. Du kannst es aber auch lassen und vielleicht kommt immer mal wieder Content, was dich interessiert. Ich meine nur. Nee, aber dann habe ich die Videos ja in meiner Timeline und meiner Abo-Box und... Um Himmels Willen, dann merk doch einfach nicht hin. Du siehst doch dann direkt hier, oh, gut, das schau ich nicht an, schau ich das nächste Leben an. So einfach wäre das zum Beispiel. Ja, ich weiß, es ist, ich muss mich halt einfach mal ein bisschen auskotzen. Ich rede ja mit euch direkt drüber. Ist ja nicht so, als würde ich den Kontakt mit euch nicht pflegen. Ich meine, nicht böse gemeint, ich habe wirklich sehr liebe Seelen dabei, die sich das einfach zu Herzen nehmen. Ihr seid doch gar nicht gemeint. Ich weiß doch, wer doch da ist. Wer immer ein Like da lässt und so weiter. Wenn ihr das tut, dann ist das doch top. Ich werfe euch doch nichts vor. Mir geht's einfach nur darum, wie Leute... Ich sehe es doch, wenn so und so viel zig Aufrufe drauf sind, aber es kommt kein Like rein. Das ist schon irgendwie deprimierend. Dann denkst du dir halt, hey, ihr wollt sehen, aber dann drückt doch wenigstens mal ein Däumchen hoch, dass ihr mich und den Kanal auf diese Weise unterstützt. Es kostet doch kein Geld, aber ich möchte doch, dass der Kanal wächst. Das wäre doch schön, weil das diese Daumierungen, die helfen mir, dass das Video gefunden wird. Und wenn das Video gefunden wird, kommen vielleicht mehr Leute dazu und dann lohnt sich doch das. Aber... Ja, immer diese Like-Battelei, das ist keine Battelei, das ist ein Überlebenskampf und wenn dieser Überlebenskampf auf manchen Seiten nicht gewährleistet wird, dann kommt halt auf manchen Seiten einfach gar nichts mehr. Das ist halt so. Und ich hatte vor einer geraumen Zeit jetzt hier das Gespräch in der Community von Gonzo auf Discord. Ja, ich weiß, es ist auf der einen Seite nicht richtig, mich in einer anderen Community auszukotzen, aber auf der anderen Seite, bei mir kann ich das eh nicht machen, weil da ist ja eh so gut wie kein Verständnis da. Aber... Ganz ehrlich, ich könnte in eine Tüte scheißen und könnte Dark Souls draufschreiben und die Leute würden es lieben. Die würden es anschauen, die würden es voll feiern. Und dann lieferst du meinetwegen ein Death's Gambit ab, wo du wirklich absolut geflasht von bist, wo du echt gerne machst. Und dann so nach 7 Parts denkst du dir schon, hoffentlich ist es bald vorbei, weil du siehst, es schauen immer weniger, die Likes werden weniger, dann dränge ich mich dazu, dass ich halt wirklich durchprügel halt einfach nur noch, da ist das Projekt vorbei. Irgendwie, ja, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, oder? Naja. Manchmal ist es ganz gut, wenn man als Creator auch noch irgendwo einen Rückziehpunkt hat. Und wenn es in der Community eines anderen befreundeten Creators ist, wo man sich einfach mal ausrotzen kann. Das hilft, das tut gut. Und ja, das sind also Dinge, wo mir momentan durch den Kopf gehen, weil, sind wir mal ehrlich, wer hat nicht alle Sommerpause gemacht? Und ich war da im Sommer. Ich war wirklich da und ich habe immer Sachen hochgeladen. Ich habe mir den Sommer angetan. Ich habe Chasm aufgenommen. Ich habe Death's Gambit aufgenommen. Ich habe Dark Souls weitergeführt. Ich war immer da. Andere sind in Sommerpause gegangen, aber ich habe mir... Das ist jetzt kein Vorwurf. Herrgott, das hätte ich glaube ich nicht tun brauchen, das hat keiner verlangt. Ja, aber ich wollte es, weil ich weiß, ich habe liebe Leute bei mir in der Community, die sich freuen über sowas und für die mache ich das eben. Und ich war halt eben präsent. Ich habe Sachen hochgeladen, ich ließ die Leute nicht im Stich und ich habe es gesehen, dass viele da waren. Aber man sieht halt einfach, Schulzeit beginnt, klar, Anfangsschulzeit, wichtige Zeit. Aber schon davor habe ich gemerkt, es flacht halt extrem ab. Und dann denkst du dir, okay, jetzt sind die Größeren wieder da, jetzt bist du wieder abgemeldet. Das ist schon irgendwie so ein Tritt in den Arsch, wo du dir denkst, okay, dann weißt du natürlich, wo du dran bist. Ne? Das ist auch nicht so schön. Könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht schön. Ja, ursprünglich hatte ich ja auch für Oktober, November einiges geplant. Die Nachfrage an Mega Man 11 wurde zur Kenntnis genommen und wird wohl kommen. Wird wohl sicher kommen, ob als Let's Play
oder als Stream, aber wird versprochen kommen. Wer das hört, und ich weiß, es wird die Person wohl erreichen, oder die Personen, ist besser gesagt, die Personen, es wird kommen. Stream oder live, also live, das ist dasselbe Stream oder live, was labe ich denn? Live oder halt eben als Video, das sehe ich dann schon, jetzt muss das Spiel erstmal rauskommen. Und eigentlich hatte ich ja mehr geplant. Für November hätte ich mir gedacht, hey, ich habe ja gesehen in meinem Stream, Soul Calibur, das ist ein mitreißendes Spiel, das wohl viele erreicht. Da habe ich mir gedacht, ey, das wäre wohl mein erster Schritt mal gewesen, mit meiner Community wohl live wirklich mal gegen Leute zu kämpfen. Ich bin nicht überragend in solchen Spielen. Ich liebe Soul Calibur, aber es wäre der erste Schritt von mir aus mal gewesen, dass ich wirklich gesagt hätte, ey, ich mache mit euch was. Wer Bock hat, PlayStation 4, kommt her, komm, wir hauen uns gegenseitig auf die Fresse. Das wäre doch auch mal was gewesen. Aber nachdem, da müsste ich das streamen. Stream ist halt wieder die Sache, da haben wir halt oft wieder keine Zeit und als Let's Play, ich weiß nicht, würde euch Soul Calibur, wirklich, ich würde es liebend gerne tun, ich liebe diese verfluchte Serie, Gott, die begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, ich mag Soul Calibur einfach, würde es euch interessieren, Soul Calibur als Let's Play, den Singleplayer-Modus, den riesen Kampagnen-Modus über die ganze Weltkarte hinweg, ich würde es geil finden, würde euch das interessieren als Let's Play? Wenn ja, dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar drunter, weil ich kann es nicht riechen. Soweit bin ich leider noch nicht. Aber schreibt es doch bitte drunter, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten kann ich es auch streamen. Oder ich hätte halt auch zumindest ein paar Kämpfe mit euch gemacht. Online, halt Privatkämpfe. Dann lade ich euch ein, komm, wir kämpfen mal ein bisschen. Wird auch gut. Wenn ihr da Bock drauf habt. Andere Sache, Darksiders 3, hätte ich vermutlich Bock drauf gehabt. Let's Play vermutlich wäre es geworden. Weil Stream, Let's Play, da bin ich halt dann noch ein bisschen unter mir selber. Wisst ihr, Stream ist immer so, ich bin halt so. Ich, wenn ich was spiele, blind mache ich nicht so oft, wie ihr schon gemerkt habt. Wenn mich ein Spiel packt, dann spiele ich das weiter privat, weil das Spielerlebnis steht für mich an allererster Stelle. Da muss ich das alleine weiterspielen. Und ja, Darksiders hätte ich mir dann blind angetan mit euch. Was heißt angetan? Angetan nicht im Sinne von zu meinen Missgunsten, sondern halt, dass wir gemeinsam da durchgeschrabbelt wären. Jeden Tod, alles. Wenn da natürlich die Interesse da wäre und halt natürlich auch die notwendige Treue, muss ich halt sagen, weil ich weiß nicht, wie lange es das dann geht. Bei Spielen, die ich kenne, kann ich einen Zeitpunkt sagen, okay, pass auf, das geht so und so lang. Bei Spielen, die ich nicht kenne, da weiß ich nicht, wie lange das sie gehen. Man sieht es bei Darkest Dungeon, da fällt es mir momentan auch nicht so leicht, neue Folgen aufzunehmen, weil, ja, es braucht halt seine Zeit, aber wenn die Views ausbleiben, klar, die Unterstützung ist da, aber wenn die Views halt einfach langsam wegfallen, wenn ich sehe, die Leute, wieder kein Souls-Content, wieder kein Souls-Content, mein Gott, jetzt bitte, sei doch nicht einfach immer so scheiße. Seid ihr denn wirklich nur bei mir wegen Souls, wegen Bloodborne, wegen Demon's Souls, wegen sowas? Ich meine, die einzigen, die sich auf konstanten Nachschub von sowas verlassen können, sind Patreons bei mir. Und die unterstützen mich ja direkt, die bezahlen mich ja quasi dafür und die bekommen immer Zugriff auf sowas. Das ist jetzt nicht schlecht geredet, dass ihr mir nicht am Herzen liegt, aber wirklich, das sind die einzigen, die wirklich, die haben da einen Stein im Brett bei mir, die bekommen das hier wirklich konstant geliefert. Ansonsten, was soll ich machen? Ich habe einen Cosplay-Run Dark Souls 3 zuletzt gemacht. Ich habe ein Let's Play von Dark Souls 1 gemacht. Ich streame gelegentlich, wenn momentan meine Zeit ist zulässt, Dark Souls 2. Soll ich schon wieder einen Souls-Teil als irgendein Videoformat bringen? Irgendwas. Ich sehe es nämlich so. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt. Ich könnte in die Tüte scheißen Souls draufschreiben. Es würde geliebt werden. Aber ich sehe halt einfach keinen großen Mehrwert darin, jetzt irgendwas momentan zu machen, weil dann tritt ich schon wieder auf der Stelle. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte nicht diesen Stillstand. Es wäre mir halt einfach mal lieb, wenn die Leute mal wirklich sagen würden, hey, bei Gronkh schaut man zum Beispiel auch Let's Plays und wenn der grünste Scheiß da ist, ich meine, dann schreibt halt ein Kommi, schreibt doch was drunter, das ist doch nicht schlimm. Interagiert doch halt einfach mal, das ist doch mal cool. Aber halt immer nur dieses, das deprimiert mich halt auf der Dauer. Ich weiß, ich könnte mich auf meiner faulen Souls-Haut aus und ich könnte das.
Aber ich habe einfach kein Interesse dran. Und ja, so ist das halt, ne? Andere würden mich darum wirklich morden, wenn sie einfach nur, hey, du hast da voll den Schlüssel in der Hand, du brauchst nur sonst. Ja, aber das kann's doch nicht sein. Ich weiß, kritisch gesehen könnte ich mich auf Loren ausruhen. Ich bräuchte nur noch Loren machen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte mehr machen. Ich möchte doch auch wirklich Leute mit auf ein Let's Play nehmen. Und wenn ich mal nur am Motzen bin, wenn ich nur am Keifern oder was weiß ich bin, das heißt nicht, dass ich das Spiel nicht mag, sondern es sind einfach wirklich ehrliche Emotionen, die da mit drin sind. Das ist nicht dieses dümmliche Geschwitz, wie man bei manch anderem so dieses, ja, ach so, das ist jetzt aber dumm oder was. Nee, wenn, dann muss das raus. Aber man kämpft sich durch, man beißt sich durch. So ist das halt eben. Das ist Ehrlichkeit und da setze ich halt eben wirklich dann Wert drauf. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, Dead Cells war ja ursprünglich mal als Let's Play geplant. Ja, das ist jetzt momentan nur ein noch immer exklusives Patreon-Projekt und wird es in absehbarer Zeit auch bleiben. Warum? Die Patrons, die schauen das halt. Und ich weiß, Dead Cells würde die erste Folge geguckt werden wie die Hölle vermutlich und dann flacht das extremst ab. Und das ist mir die Mühe dann einfach nicht mehr wert. Es ist ja nicht so, als würde ich euch zuscheißen mit Folgen. Manchmal bringe ich nur alle 2 Tage ein Video. Und dann kommen mir manche Leute, ja, aber dann spammst du mir die Abo-Box voll. Mit 2 Videos? Also Videos alle 2 Tage? Was? Haben aber Gronk im Abo, der jeden Tag 2 bis 3 Videos hochlädt, dann denke ich mir, du hast doch den Arsch offen, oder? Also andere dürfen nichts, aber Gronk darf alles. Das ist aber schön fair. Das ist jetzt nicht gegen Gronk, wirklich nicht gegen Gronk. Ich finde es gut, ich habe ihn auch in Abo und ich liebe seine Videos teilweise, was mich halt interessiert. Aber auch er bringt Zeug, was mich nicht interessiert, das schaue ich mir halt einfach nicht an. Fertig. Ja, einfach nochmal so aus der Seele gelabert. Und das ist ein guter Name, einfach mal so aus der Seele gelabert. So könnte ich das, ja, so könnte ich dieses Format nennen, das ist doch mal was. Ja, aber nur halt einfach mal um so kleinen, ja, so ein Update zu bringen, was momentan los ist. Ich bin momentan halt einfach ein bisschen müde. Es sind zwar Projekte im Anmarsch, auch wieder mehr so Real-Life-Dingens. Ich habe da was Geiles in Planung, also auch für die Souls-Leute. Es sind so, nicht Souls-News, sondern eher so eine Souls-Wochenschau, so ein Comedy-Dingens. Das wird geil, das wird euch gefallen. Ich mache da sogar so Souls-Werbespot zu verarschen und so. Aber das dauert noch. Das wird noch ein bisschen dauern, weil da ist halt auch die Qualität ist mir dann wichtig. Und es muss auch billig passen. Also wird noch dauern. Und ja, eine andere Sache wäre eben, weil ich gefragt wurde, ob ich mal Merch bringen will. Merch. Also eigentlich ja nicht. Aber wenn es denn gewünscht wäre, könnte ich sowas mal in Auftrag geben. So, naja. Also mir wären da ja eher so Teetassen. Was heißt Teetassen? Also schon so Tassen und T-Shirts vorgeschwebt, wenn das jemand haben möchte. Weil ich werde jetzt nicht hunderte Dinge und ich werde auch keinen Shop aufmachen, sondern nur auf Anfrage werde ich das dann machen lassen. Weil ich will das Zeug hier nicht ewig rumstehen haben, weil ich, sagen wir mal ehrlich, das ist schon ein bisschen krass und größenwahnsinnig, wenn ich jetzt hier irgendwie so zigtausend Tassen im Hintergrund, nicht, dass ich das tun hätte, würde du, nein, natürlich nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also wenn es denn gewünscht wäre, ich meine so, ich wurde auch schon gefragt, der Autogrammkarte, also wenn, kann ich machen? Mein Gott, ja, könnte ich mit beilegen. Aber wenn es jemand will, dann würde ich sowas vermutlich eher verlosen. Dann können die Leute teilnehmen, die sowas wollen. Und wenn es nicht viele Leute sind, dann bekommen halt eben alle den Gewinnpreis-Dingens, dann sind halt eben Tassen und T-Shirts, weil Tassen, ich bin Freund der Teegesellschaft und heißt, ja, ich schätze die Teekultur, deswegen eine Tasse und vermutlich ein T-Shirt mit meinem Logo drauf, wenn das denn gewünscht werde und natürlich meinetwegen Autogrammkarten, wenn das denn, aber mehr auch nicht. Na, also hätte ich jetzt nicht im Sinn und halt auch, ich mache keinen Shop, dazu sind wir noch zu klein, das rentiert sich nicht. Aber wenn es denn gewünscht wäre, dann lasst mich das wissen, dann kann ich da mal so eine kleine Pfote anfertigen lassen. Das würde gehen. Einfach mal so, wie gesagt, einfach mal so aus dem Kopf geplaudert, was mir halt einfällt. Ja, und ich denke, das würde dann eigentlich genügen für ein Video. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Minuten. Ihr könnt ja,
Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr euch dazu jetzt denkt, was wir jetzt besprochen haben, über das, was ich jetzt geredet habe. Was denkt ihr denn so darüber? Es ist also, was in mir vorgeht. Klar, ich könnte mich über Wasser halten, nur mit Souls-Content. Was heißt halt über Wasser halten? Ich könnte den Kanal voll auf Souls ausbauen, aber ich möchte das irgendwie nicht. Ich habe so viel Fun mit anderen Spielen. Ob es jetzt Overwatch ist oder sonst irgendwie was. Aber irgendwie immer nur auf Souls kompensiert werden. Ich meine, anderen, das genügt denen. Ich könnte mich drauf ausruhen. Möchte ich aber irgendwie nicht. Ich meine, ich habe eine geile Community. Will ich viele auch schon Spiele aufmerksam auf Sachen aufmerksam geworden sind, weil sie ich let's played habe oder gezeigt habe. Was mich natürlich mega freut. Aber irgendwie ist es halt deprimierend, wenn du dann siehst, irgendwie erste Folge top und dann nimmt das so rapide ab. Und dann wird ein Let's Play mit so einem 12-Folgen-Projekt, weil ich halt wirklich ewig lange Folgen aufnehme. Hauptsache ich prügel's durch. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Ob das der Sinn dahinter ist. Und irgendwie. Dann komme ich doch irgendwie wieder immer und immer wieder auf Souls zurück. Dann streame ich mal was nicht Souliges, da habe ich kaum Zuschauer. Das ist auch kacke. Das ist auch irgendwie nix. Ich weiß nicht. Naja. Wie gesagt, schreibt mir liebend gerne Kommis unten drunter. Egal was. Schreibt runter, was ihr wollt. Ist euch überlassen. Solange es keine Beleidigungen oder so sind, weil ihr wisst, da bin ich rigoros, dann werdet ihr gebannt, werdet ihr stumm geschalten und ihr werdet nie wieder Land auf meinen Kommentar oder in meinen Videos sehen. Bin ich ehrlich. Na gut, aber euch schon mal einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch mit ein bisschen Gespräch den Abend versüßen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Unter einem Video oder vielleicht sogar im Stream. Ja, ich denke darüber nach, wieder mal regelmäßiger zu streamen und vermutlich auf YouTube. Aber sage ich noch nichts zu. Das muss ich erstmal selber auf die Reihe bekommen, weil ich bin momentan immer noch sehr im Stress. Umzug, Renovierung und so. Das nimmt einen mit und das schlaucht. Aber gut, dann euch eine gute Nacht, einen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das hier seht. Passt auf euch ab. Da ging mir echt jetzt gerade die Stimme weg. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und wir sehen uns bald. Bis denn dann.